Ja, danke, lieber Romeo. Es spricht nun zu uns Herder Adraman, Co-Vorsitzende der neuen deutschen Medienmacher und Sprecherin der neuen deutschen Organisation. Hallo auch von mir. Hoşça geldiniz, herzlich willkommen. Laço Dive Romanen. Schon passiert. Vielen Dank, dass ich heute hier sein kann. Und vielen Dank jeder und jedem von euch, dass ihr hier seid. Ich stelle mir vor, hier sind hunderttausende Menschen. Das wäre, glaube ich, angemessen für das Thema, für das wir uns hier versammelt haben. Und ich denke, in den nächsten Jahren müssten wir das auch hinbekommen. Daran sollten wir arbeiten, dass in Zukunft wirklich alle wissen, worüber wir hier reden. Nämlich über ein ganz zentrales Problem unserer Gesellschaft in Deutschland. Vielleicht haben es die ein oder andere gemerkt, wir haben seit 2015 Debatten, die nicht immer nur Spaß machen, die ziemlich rückwärtsgewandt sind und die die offene Gesellschaft und die Vielfalt im Land wieder in Frage gestellt haben. Auch die Tatsache, ob wir ein Einwanderungsland sind, scheint irgendwie nicht mehr so ganz, ich sag mal, scheint eher ergebnisoffen wieder diskutiert zu werden. Das, obwohl Deutschland schon bevor es die Bundesrepublik gab, eigentlich einfach schon immer, weil es regional in der Mitte von Europa liegt, ein Einwanderungsland ist. Es gab keine Zeit in diesem Land, in dem nicht Menschen kamen oder gingen. Und das müssen wir, finde ich, viel deutlicher machen. Und damit auch verbunden die Tatsache, dass Deutschsein eben nichts zu tun hat mit irgendwelchen Vorfahren, dass man nicht erkennt, wer deutsch ist und wer von hier ist. Und dass es eigentlich auch egal ist, wie lange jemand von hier ist. Und wenn man vor 10 Minuten seine Aufenthaltsgenehmigung bekommen hat oder seine Staatsbürgerschaft oder was auch immer oder eine Wohnung bezogen hat oder einfach nur kommt und bleiben möchte, dann soll man herzlich willkommen sich fühlen und sofort die Möglichkeit bekommen, ein Teil dieser Gesellschaft zu werden. Das, finde ich, ist das Ziel. Mir wäre noch wichtig zu sagen, dass es eine gute Sache daran gibt, dass der Rechtsruck deutlich macht, wie wichtig Solidarität ist. Also man kann sich natürlich jeden Tag darüber ärgern, wie die letzten Wahlen ausgefallen sind oder wie sich die Debatten verändert haben und verschärft haben. Man kann das aber auch zum Anlass nehmen, um zu sagen, okay, nie war es so wichtig wie jetzt, gemeinsam Gesicht zu zeigen und Solidarität. Ich spreche hier für ein Netzwerk aus 100 bundesweiten NGOs, die sich gegen Rassismus und für Vielfalt einsetzen, die irgendwie irgendwann mal in ihren Familien, ich würde ja sagen, fast alle tun das, aber bei uns sozusagen die sichtbaren Migrationshinter- und Vordergründe, Ober- und Untergründe haben. Und uns ist es ein wahnsinniges Anliegen, dass wir zeigen, wir sind viele und wir arbeiten gemeinsam. Und es gibt am Ende des Tages unterm Strich eine Sache, die uns verbindet. Und das ist das Zugeständnis oder wie sagt man, das Commitment für die offene Gesellschaft und dafür, dass alle Menschen Rechte haben und es total egal ist, wie sie heißen, wie sie aussehen, wo sie herkommen, wo sie hinwollen. Everyday is Roma Day, ein großartiges Motto. Und ich sage einfach mal, nächstes Jahr 50.000 und in 2 Jahren, wenn wir dann 50-jähriges Jubiläum haben, stehen hier hoffentlich Hunderttausende bis zum Kanzleramt. Ich wünsche eine schöne Parade und bis dann.